Dieser Axor Allegro Wasserhahn, Baujahr 1998, hat vor etwa 5 Jahren eine neue Dichtung bekommen aus diesem Service-Set. Jetzt tropft er gelegentlich wieder, besonders wenn die Kinder dran waren. Zur Reparatur brauchen wir in dem Fall einen 3 mm Inbusschlüssel und den Service-Schlüssel aus dem Service-Set. Damit nichts in den Abfluss fällt, lege ich ein Handtuch rein und entferne mit einer Stecknadel die Kunststoffabdeckkappe über der Inbusschraube, die den Kopf hält. Ein kleines Kunststoffteil mit Dichtung. Als nächstes löse ich die Inbusschraube. Nicht vollständig rausdrehen. Ein paar Umdrehungen sind genug, um den Kopf abzuheben. Die Rosette aus Kunststoff kann leicht entfernt werden. Und jetzt brauchen wir das Spezialwerkzeug aus dem Service-Set. Es gibt 2 dieser Service-Sets, eins mit und eins ohne Spezialwerkzeug. Das Spezialwerkzeug wird dringend benötigt. Dann einfach etwa eine Viertelumdrehung anziehen. Und das hat jetzt sowohl bei meinem Wasserhahn als auch schon vor einiger Zeit bei meiner Dusche das Problem komplett behoben. Rosette wieder aufsetzen. Es setzt sich gerne Reinigungsmittel drunter ab. Den Kopf wieder aufsetzen. Festziehen, nicht gar zu brutal. Funktionskontrolle. Ja, gut genug. Und die kleine Abdeckkappe wieder aufsetzen. Auf die Orientierung achten dabei. Und das war's schon.